Abfahrt ist angesagt. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch zum nächsten Video. Jungs, heute haben wir was ganz Schönes vorbereitet. Ja, wir sind live im Stream. Und ich habe heute mal gedacht, dadurch, dass ich so viele Non-Rares hatte, ich habe mal auf ganz entspannt 25 dieser Gold-Upgrades gemacht, wo wir zwei seltene Goldspieler bekommen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe schon gehört, dass die ganz gut OP sein sollten. Wenn wir aus diesen ein, zwei Walkouts ziehen, wäre ich zufrieden. Beziehungsweise 1, 2, 3 Meta-Spieler, die würde ich mitnehmen. Die sind ja sowieso untradable. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Würde mich persönlich extrem freuen. Kuss, Kuss, Kuss geht raus. Und damit wollen wir direkt mal reinstarten. Und los. Die Wette ist Gold-Upgrades. 12 Stück. Mehr Argentinier oder mehr Brasilianer? 62% sagen Brasilianer. Wir gehen rein mit dem ersten Gold-Upgrade-Pack. Ich bin gespannt, wann wir irgendwie mal ein Walkout sehen. Irgendwas, was rausläuft. Aber wir sehen als allererst erstmal einen Rechtsverteidiger. Einen 76er. Als allererstes. Und einen Inform. Okay. Die 10k nehmen wir mit. Den haben wir nämlich tradable schon im Verein. Aber das ist gut. 10k eingesackt. Und 3.200 Münzen. Das ist auch gut für die Fortgeschrittenen. Nehmen wir mit. Let's go. Numero 2. Come on, wir gehen rein. Walkouts über Walkouts wollen wir jetzt sehen. Oder auch einfach Brasilianer ZM von Marseille. Und das ist Gerson, der eigentlich gar nicht so schlechte Wert hat. Gerade für Starter-Teams. Bis auf den Schusswert. Aber den sehe ich eher als ZDM an. Und dahinter haben wir noch Klaus, den wir gar nicht im Verein haben. Deswegen umso besser. Nehmen wir mit. Pack Numero 3. Und bis jetzt haben wir noch keine... Okay, mit nächsten Brasilianer Telles. 82er Rating. Gutes SPC-Futter. Beziehungsweise kann man den auch spielen. Das ist gar kein Problem. Den nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Aber uns fehlen noch die Rausläufer oder die Flammen. Die Flammen brauchen wir, Chat. Die Flammen brauchen wir. Wie geht's dir? Pass auf, Sole, für dich mache ich jetzt einen Walkout. Mit dem vierten Gold-Upgrade-Pack von 25. Ja. Oh mein Gott. Ich dachte, wenn wir jetzt nochmal Alex Telles ziehen. Das Problem ist halt, wenn wir wirklich Duplikate ziehen, die wir schon Android haben, das ist halt echt bitter. Und das will ich halt nicht. Ja. Ein Walkout war es nicht. Marcelo war mal ein Team of the Year. Also eigentlich haben wir ein Team of the Year gerade gezogen. Perfekt. Numero 5. Wir haben 20% geschafft. Es wird der erste Bordspieler und das wird der 84 geratete Savage werden. Ne? SBC-Futter nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Abfahrt ist angesagt und dahinter haben wir noch den guten alten McTominay. Zumindestens, Jungs. Zumindestens haben wir mal einen Bordspieler gehabt. Positiv denken. Numero 6. 6 wie im echten... was? Rein da, come on. Deutschland-Linksverteidiger Günther. Grüße gehen raus an die Freiburg-Fans. Aber auch das ist jetzt nicht so überragend, ne? Plus Nakajima. Da geht mehr, Jungs, da geht mehr. Wenn jetzt ein CR7 rauskommt, im 7. Pack, da habe ich das Ding hier durchgespielt. Passt auf, ich zeig's euch. RTG geht dann direkt los. Schade. Isaac. Bis jetzt sind die nicht gut, ne? Bis jetzt sind die eher bodenlos, die Packs, wenn wir es mal so sehen. Gut, Rating ist zwar da, aber die sind halt alle nicht so viel wert. Das darf man nicht vergessen, ne? Zumindest ein paar Münzen holen wir hier noch raus. Ja, aus 10 in Haaland und Bruno hätte ich auch gerne. Mir würde auch nur einer von beiden reichen, ne? Oh Gott, Niederlande MS Depay. Oh, das ist gut. Das ist der erste richtig gute Spieler. 85er liegt zwar ungefähr gerade noch bei 10k, aber die Karte ist nice. Den haben wir ja sogar tradable halt eh im Verein, weil wir den schon gezogen haben. Aber den nehmen wir sehr gerne mit. Den können wir auf jeden Fall nutzen. Pack Nummer 9, glaube ich. Komm, gib uns den ersten Walker. Nein, Back-to-Back, Border, England. Oh mein Gott, gib mir Walker und ich wäre so zufrieden gewesen, Chat. Oh nein, gib mir doch Walker. Oh, das ist so bitter. Gib je. Klar, SWC-Futter ist schön und gut. Und Philippe Andersson. Aber Mann, gib mir den Walker und ich wäre zufrieden gewesen. Wir beliefen. Wir haben jetzt zwei Tafelspieler hintereinander gehabt. Haben den dritten hintereinander. Noch kein Walkout. Gib mir Hakimi. Jetzt sind wir, Alter, Back-to-Back werden wir hier getrollt. Mit Trippier und Ziyech. Ich gebe mir Hakimi und Walker. Und wir sind einfach so. Ich wäre zufrieden gewesen. Aber wenigstens ein gutes Chelsea-Pack. 83er und 84er. Let's go. Komm schon. Die vorletzte für die erste Wette läuft. Nach dreimal Board darf man auch gerne mal kein Board ziehen. Und Martinez sieht ja jetzt auch nicht so schlecht aus. Auch wenn er nicht zweiter wert ist. Dahinter noch. Oh, Bidget. Jawohl. Mbabu. Das ist stark. 21k. Let's go. Den habe ich noch nie gezogen. Sehr, sehr nice. Nehmen wir mit. Sehr, sehr schön. Freut mich riesig. Den haben wir echt gut gebrauchen können. Sehr geil. Abfahrt ist angesagt. Numero 12. Und gib mir jetzt den Workout. Nein, aber Board. Komm. Ziehen. ZDM. Fernandinho. Nächstes SPC-Futter. Als SPC-Futter ziehen wir viel.
Man muss natürlich dazu sagen, und nochmal Martinez, schön. Man muss natürlich dazu sagen, für das Pack bezahlen wir dadurch, dass wir es gezogen haben, knapp 3.000. Die muss man halt trotzdem erstmal rausholen, ne? Aber ich glaube, wenn wir insgesamt das hochrechnen, sind wir ungefähr bei 3, 30, 60, ungefähr bei 75.000 Ausgaben. Da kommen wir langsam sicher rein. Das ist gut, das ist gut. So, wir sind bei den letzten 13 Stück angekommen. Walkout ist leider Gottes noch fehl am Platz gewesen, ne? Aber ein Portugiesen ziehen wir, und das ist Pepe auch. Der ist 6.000 wert. Das ist okay. Den nehmen wir sehr gerne mit. Den habe ich auch noch nicht im Verein. Plus nochmal Rodriguez. Den haben wir, glaube ich, schon an Trade, ja. Nummer 2. Wir ziehen das Ding jetzt hier durch. Ich möchte den ersten Walkout sehen. Eigentlich bin ich ehrlich, ich würde am liebsten so lange machen, bis wir einen Walkout ziehen. Weil damit können wir uns doch nicht zufrieden geben. Beziehungsweise ein Spieler über 100.000. Oh, Big, let's go. Den habe ich noch nicht. Sehr nice. Wird's. Klar, Abschlusspreis in Form, aber Bundesliga in Form. Das ist cool. Feier ich. Die Karte feier ich extrem. Sehr geil. Komm schon. Ja, oh, kein Walkout, aber Kroatien. Oh, Kramaric. Ja, der ist halt leider Gottes auf dem Markt auch absolut 0,0 mehr wert, ne? Das ist sehr, sehr schade. Und Bailey oder Bailey, wie auch immer ausgesprochen wird. Die letzten 10 Packs stehen an, und damit gehen wir auch direkt rein und hoffen natürlich auf was Großes. Ja, ich habe nichts gesagt. Argentinien, Innenverteidiger, Ajax Amsterdam. Der gute alte Martinez, der auch gar nicht so schlecht für Starterteams aussieht. Ja. Und Kubo. Stark. EA, gönne mir. Ich bin so ein netter Typ. Jawohl. Spanien, Innenverteidiger, Piqué 84. SBC Futter des Zorns. Nehmen wir mit. Und dahinter nochmal Martinez, den wir zum dritten Mal ziehen. Das war's komplett. Komm schon. Frankreich, Innenverteidiger. Nach Piqué, Back-to-Back, direkter Longley. Alle beide mit dem dicken Downgrade zu FIFA 21. Und El Shaarawy. Let's go. Och, komm schon. EA, gönn doch mal. Gönn doch mal. Nicht, nein, das will ich nicht. Nein. Na kurz, wenigstens kein Kubo. Ito. Belgische Liga von Genk. 77er Rating. Richtig krankes Pack. Richtig hohes Rating, Kappa. Da geht noch mehr. Komm schon. Kondogbia, den hatten wir doch schon, glaube ich, an Trade. Mann. Und Igor Corona. Belastend. Ah, der ist wenigstens das wert. Und das so bleibt, werden wir auf jeden Fall so lange die Dinger machen, bis der erste Spanier und der Franzose kommt, damit ihr da Bescheid wisst, zwecks der Wette. Aber die letzten 5 stehen an, und das wird Fred werden. Gut, 10.000 Spieler. Sehr schön. Nehmen wir mit. Auch definitiv spielbar. Sehr geil. Fred ist okay. Fred ist big. Die letzten 4 Packs stehen an. Es ist noch kein Walkout passiert. Kommt er hier? Ja! Tschech, die erste Walkout! Let's go! Komm nur! Ist zwar leider Gottes kein geisteskranker Walkout, aber Walkout ist Walkout, und wir sind damit zufrieden. Wir sind damit zufrieden, und das ist wichtig. Tschechi, Grüße gehen raus. Was geht, Großer? Let's go. Das ist wichtig, Jungs. Das ist wichtig. Der kostet 6.000. Stock. Da ist sogar ein Fred besser gewesen. Oder ein Depay. Let's go. Wir haben insgesamt einen Walkout gezogen. 2 wären noch besser, klar. Aber einer ist da gewesen. 3 Packs sind es noch. Und Greenwood ist wieder am Start. Leider Gottes kein Sancho. Schade. Sehr, sehr schade. Die letzten beiden. Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass wir vielleicht doch noch den zweiten ziehen. Ja, Modric, ich bin so ein guter Ansager-Chat. Let's go. Und damit ist das Ding durch. Ich wollte 2 Walkouts haben. Wir haben den zweiten Walkout bekommen. Das ist diese andere Ansage gewesen. Auf Ansage Walkout. Die knallen ja komplett. Auch wenn Modric wahrscheinlich nicht mehr viel wert ist oder gerade noch nicht so viel wert ist. Aber sehr nice. Big letztes 2 seltenes Goldspieler-Pack. Ich bin absolut zufrieden gewesen mit diesen Packs. Und jetzt ziehen wir als letztes nochmal. Allö. 80er Rating. Auch der ist, glaube ich, nochmal ein bisschen was wert durch die fortgeschrittenen SBCs. Und wir ziehen Klaus, Jungs. Wir ziehen Klaus. Und damit ist die Wette auch durch. Denn das steht 2-1 für die Franzosen, ne? Und Allure kostet auch noch. Na gut, der kostet doch nicht mehr so viel. Ich habe gedacht, der kostet noch viel. Ja, wenigstens 800 Münzen. Ja, let's go. Im Endeffekt muss ich persönlich sagen, wenn wir das Ganze jetzt nochmal Revue passieren lassen, mir hat super viel Spaß gemacht. Gerade wenn du Non-Rares hast, zu viele Non-Rares, die nicht abstoßen willst, mach das. Ein kleines Experiment war's. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, habt ihr davon welche gemacht? Wie viele habt ihr gemacht? Was habt ihr gezogen? Lasst auf das Video gerne einen Daumen nach oben da. Sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Ich bin damit raus. Macht's gut, haut rein. Und ciao, ciao. Kuss, kuss.